Vorletzter Teilnehmer ist die Programmnummer 10. Bayern de Black mit Sarah Rochal, Pony Power. Bayern de Black und Sarah Rochal, wir sahen, dass das Pferd hier am Anfang mal im Arbeitstag nicht ganz geregelt war, mal so eine kurze Störung drin. Der Übergang war dann wieder sicher. Im Schritt sollte deutlich mehr Fleiß sein. Er geht zwar so gemütlich hin, aber da kann viel mehr noch rausgeholt werden bei dem großen Pferd. Im Sitz natürlich geschmeidig mitschwingend in der Anlehnung.
Dritte Verlängerung war ein bisschen knapp, die Viertellinie sollte eingehalten werden. Die Note 7,4. Jetzt kommen wir zur Siegerehrung der Ausschreibung Nummer 2, Dressurwettbewerb der Klasse A. Aufgabe A6 wurde geritten in ungeordneter Reihenfolge. Bitte einreiten die 24 Destini, die 100 Le Candeur, die 66 Unikat, die 67 Volotia und die 10 Bayern the Black. Siegerehrung, Ausschreibung Nummer 2, Dressurwettbewerb der Klasse A, geritten die Aufgabe A6. Diese Prüfung entschied für sich die Programmnummer 24 Destini, Katrin Lehmann, Reitverein am Geiseltal, Silbrauns Petra, die Note 7,7. Ehrenpreise gibt es vom 1. bis zum 3. Platz. Und hier ist der Sponsor Futtermittelhandel Süß aus Leipzig. Herzlichen Dank für die Übernahme. Die Chefin des Hauses, Frau Gedehn, überreicht die goldene Schleife und Jenny hält die Schleifen bereit. Platz 2 geht an die 67 Volotia Bettina Habermann im Sattelreitverein Krepin 7,6. Weiteren Sponsoren haben wir, das ist Reitshop Elke Böse aus Halle, herzlichen Dank. Platz 3 geht an die 100 Le Candeur mit Jennifer Ehret im Sattel, Pferdesportverein Schwemmsal 7,5. Und da haben wir den Sponsor Landhandel und Landmarkt Pegasus aus Oppin, bekannt, bei allen Prüfungen immer mit dabei. Platz 4 geht an die Programmnummer 10, Bayern de Black mit Sarah Rochal, Pferdesportverein Pony Power 7,4. Platz 5 geht an die 66 Unikat. Im Sattel sind die Holland, Pferdesportverein Almiro 7,3. Das waren erste und weitere Platzierte und bei Ertönen der Musik geht es auf zu einer schönen Ehrenrunde. Kapellmeister, wir bitten darum. Thank you.
Wir erwarten jetzt die 10. Beyond the Black mit Sarah Rauschal vom Pferdesportverein Pony Power. Soweit die Vorstellung von Weimann the Black und Sarah Rauschal. Wir sahen die Reiterin hier im flüssigen und taktvollen Trab und Galopp. Der Schritt gerät mit Fleiß, kurz kehrt, sehr zentriert und im Takt. Die Anlehnung soweit immer stetig. Das Pferd den Hilfen der Reiterin folgen. Die Note 7,6. 10, 24 und 61. Thank you.
3 ist ja sehr wenig. Ich glaube, einer fehlt uns noch. Cindy Holland. Und Siegerehrung, Ausschreibung Nummer 3, Dressurwettbewerb der Klasse L. Geritten wurde die Aufgabe L2. Erster ist die Programm Nummer 10, Johanna de Black mit Sarah Rochal. Pferdesportverein Pony Power, die Note 7,6. Jetzt spielen wir die 6. DJ, die 6. Sportliche Ehrung von der Vorsitzenden des Vereins, an den die in die goldene Schleife überreichen. DJ, wir wollen die 6 haben. Das war die Siegesfanfare für den ersten Platz, die Programm Nummer 10. Auf den zweiten Platz die 66 Unikat, sind die Holland im Sattel, für Pferdesportverein Almiro 7,2. Platz 3 erritt sich die 61 Spirit, Franziska Kahl vom Weißenfelser Reitverein, 7,0. Und Platz 4 geht an die 24 Pestini mit Katrin Lehmann im Sattel, Reitverein am Geiseltalsee, Brauns Petra, 6,9. Das waren soweit hier auf dem Dressurplatz die Dressurvorführungen der Klassen E bis L. Wir kommen zur Ehrenrunde. Wir gratulieren der Erstplatzierten und weiteren. Und bei Ertönen der Musik geht es auf zu einer schönen Ehrenrunde. Die liebe Gäste sind hier gefragt. Begleiten Sie unsere Sportlerinnen mit Ihren Applaus.